bete dem König an. Komm und bete dem König an. Darf schon mal der Sammy zu mir? Hallo Sammy, super, dass du dich zu mir traust. Ich darf dich kurz ein bisschen interviewen, das ist total super. Und zwar wissen wir, dass du ziemlich viel Fahrrad fährst und das auch ziemlich gut kannst. Und jetzt würde mich mal interessieren, warum machst du das? Naja, ich habe so einen inneren Zwang nach Bewegung und da habe ich halt als Möglichkeit gefunden, halt Fahrrad zu fahren. Und es ist halt zwischen dem Alltagsstress auch immer ein ganz guter Ausgleich. Super, und hast du irgendein Ziel da dabei? Ein Ziel irgendwie, auf das du hinarbeitest? Nee, eigentlich nicht. Ich habe einfach meine Leidenschaft, die treibt mich halt immer weiter an. Und vielleicht das einzige Ziel wäre mal beim Bombengrünberg der Erste zu sein oben. Ja, das hört sich doch nach einem guten Ziel an. Schauen wir mal, ob das klappt. Und wie ist es jetzt so in Corona-Zeiten? Hast du da auch weiter trainiert oder hast du gedacht, ach komm, lass mal gut sein? Nee, als Schüler hatten wir gerade sehr viel Zeit und deswegen habe ich ja wegen mehr trainiert als sonst oder mehr Fahrrad gefahren. Also Training ja, ist Ansichtssache. Und da, ja, und da bei uns haben die Lehrer so eine Rad-Challenge ins Leben gerufen, wo halt jeder Schüler dann seine Radkilometer eintragen kann und dann hat man am Schluss gesehen, wie viele Kilometer die ganze Schule gesammelt hat. Und da hat sich bei uns intern in der Schule, so ich meine in der Klasse intern, so ein Wettbewerb gebildet, wer die längste Tour fährt. Und ja, da sind dann schon ein paar Kilometer zusammengekommen am Schluss. Okay, super. Und noch eine letzte Frage. Könntest du dir vorstellen, ein Fahrrad zu kaufen, so ein richtig gutes, schickes Fahrrad, uns dann in die Ecke zu stellen? Nee, eigentlich nicht. Das muss schon benutzt werden. Also es ist ja auch keine Wertsteigerung des Fahrrads. Also Geldanlage würde ich was anderes nehmen, aber das Geld ist trotzdem gut angelegt. Also ich kann es jedem empfehlen. Also ist schon. Super, vielen Dank dir. Ja, und ich habe noch ein zweites Opfer. Nein, einen zweiten Ehrengast. Der Flo, der darf auch noch zu mir kommen. Willst du dir dein eigenes Mikro schnappen? Nicht. Top. Ja, Corona-Zeiten, ne? Alles ein bisschen komplizierter. Jetzt brauchen wir noch Sound. Hallo. Ja, top. Okay, was kannst du so? Also mir wurde gesagt, ich werde interviewt, weil du jemand gebraucht hast. Ja, ne? Genau. Ich glaube, wir haben auch alle eine Idee, was der Flo gut kann. Der kann nämlich gut Gitarre spielen, also zumindest bin ich dieser Meinung. Aber ich denke, ihr stimmt mir da wahrscheinlich alle zu, dass der Flo das ziemlich gut kann. Ja, und eigentlich geht gerne, auch die... Mehr gerne als gut. Gut, ja, damit kommen wir auch schon zur ersten Frage. Warum? Also, warum spielst du Gitarre? Ja, es macht mir Spaß. An erster Stelle eigentlich. Und hast du auch ein Ziel? Ja, und als zweiter Stelle ist das eigentlich ziemlich das, was du vorhin gesagt hast. Dass das, nein, nicht das, was du vorher gesagt hast, als wir das Interview durchgesprochen haben, sondern als du den Lobpreis angekündigt hast, hast du gesagt, das sind die... wie mit Gott zu reden, direkt und keine Ahnung, das fällt mir irgendwie viel einfacher in manchen Situationen meines Lebens einfach Musik zu machen und so mit Gott zu reden, anstatt irgendwie Worte zu finden. Wow, voll cool. Und wie sah es so in Corona-Zeiten aus? Also ich vermute, naja, mit Gottesdiensten war da ja zum Teil eher weniger, aber hast du so zu Hause noch Gitarre gespielt oder stand die Gitarre in der Ecke? Ja, sie war viel im Homeoffice und da stand die Gitarre quasi direkt hinter mir. Das war dem Homeoffice jetzt wahrscheinlich nicht so dienlich, aber ich habe schon manchmal zwischendurch als Pause immer noch Gitarre gespielt, das finde ich sehr cool. Okay, super, vielen Dank dir. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, wie ist es mit euch? Wie ist es bei euch mit Jungschar, mit Teenstreff, mit Jugendkreis? Warum macht ihr das? Warum geht ihr dahin? Was treibt euch an? Geht ihr hin, weil ihr eure Freunde da trefft? Weil eure Familie sagt, das macht man halt, weil es irgendeine Tradition ist? Oder weil ihr einfach da voll Bock drauf habt und da voll begeistert davon seid? Warum macht ihr das? Welches Ziel habt ihr da dabei? Glaube in schwierigen Zeiten. Philipper 1, Vers 6. Paulus schreibt, ich bin ganz sicher, derjenige, der das gute Werk bei euch begonnen hat, wird es auch zum Abschluss bringen. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus
wiederkommt. Liebe Jugendliche, vor einer Woche waren wir hier am CVDM-Haus und haben über dieses Thema gesprochen. Glaube in schwierigen Zeiten. Corona, das ist eine schwierige Zeit, ganz ohne Zweifel. Nicht für jeden. Manche werden gerne auf die Schule verzichtet haben in den vergangenen Wochen. Andere wieder haben sich für das Examen vorbereiten müssen und haben vielleicht noch die eine oder andere gute Note gebraucht. Da war es sicher eine schwere Zeit. Wobei Abschlussprüfungen ja immer schwierige Zeiten sind. Aber natürlich geht es nicht nur um die Schule. Es geht auch um das Zusammensein mit Freunden. Wenn das nicht möglich ist, fehlt schon etwas, etwas Wichtiges. Und WhatsApp, FaceTime oder YouTube, die können das echte Zusammensein einfach nicht ausgleichen. Das lernen gerade alle Generationen. Es ist gut, wenn wir die technischen Möglichkeiten nutzen. Aber fühlbare echte Nähe und Gemeinschaft ist nicht ersetzbar. Das gilt für das ganze Leben, privat, öffentlich und auch in unserem geistlichen Zusammenleben. Glaube in schwierigen Zeiten. In den vergangenen Wochen habe ich oft einen Satz gehört und gelesen. Er drückt eine tiefe Sehnsucht in unserem Herzen aus, gerade wenn wir in schwierige Zeiten hineinkommen. Und dieser Satz heißt: Wann wird es endlich wieder so sein wie zuvor? Man spürt richtig, wie Menschen darunter leiden und es gar nicht aushalten können. Sie wollten so schnell wie möglich wieder die schwierige Zeit beenden und herauskommen und zurück in ihr gewohntes, altes Leben kommen. Und dann sagten einige Politiker, das ist nun die neue Normalität. Das darf doch nicht wahr sein, schrien die einen. Die anderen haben das einfach ignoriert. Das wird schon wieder, das muss doch wieder so werden wie zuvor. In meinem Leben entdecke ich, dass ich so auch gerne im Glauben reagiere. Gott, bitte, drehe das Rad zurück. Lass alles wieder so werden wie zuvor, wie es mir gefallen hat. Ich will das nicht, ich brauche es nicht. Tu das weg. Ich habe Gott in meinem Leben schon einmal sehr direkt gesagt, diese schwere Not hätte ich nicht gebraucht. Was du mir zugemutet hast, das hätte auch anders gehen können. Das war Ausdruck meines Seelenschmerzes. Ich habe mich trotzdem jeden Tag auf Gott verlassen und ich habe auch gemerkt, dass er mich nicht alleine lässt. Aber ich war mir so sicher, dass ich recht habe und Gott nicht. Das hätte es nicht gebraucht. Das war meine Meinung. Die Geschichte ging anders aus, als ich dachte. Gott hat alles gewendet. Was ich mir nie vorstellen konnte, wurde wahr. Am Ende habe ich erlebt, dass es genau richtig war, was Gott gemacht hat. Ja, heute sage ich, was in der schwierigen Zeit unvorstellbar war, diese schwierige Zeit meines Lebens war gut und wichtig für mich. Glaube in schwierigen Zeiten. Wenn ich euch diese Geschichte erzähle, hilft es euch erstmal gar nichts. Ich habe positive Erfahrungen mit Gott gemacht. Ja, klar. Ihr müsst diese Erfahrungen mit Gott selbst machen. Das ist auch klar. Und dafür wird es nicht reichen, wenn ihr denkt, das läuft so, ich wünsche mir was, ich bitte Gott und er erfüllt es. So wird das einfach nicht gehen. Auch wenn ihr das wahnsinnig gerne so hättet. Um es klar zu sagen, schwierige Zeiten könnten auch gut für euch und für euren Glauben sein. Ich weiß, das hört sich nicht so toll an. Was macht mich denn da so sicher, dass es trotzdem so ist? Ja, nicht nur meine Erfahrung mit Gott, sondern auch andere können das bezeugen. Paulus schreibt einen wundervollen Satz. Den dürft ihr für euch selbst hören. Philipper 1, Vers 6. Ich bin ganz sicher, derjenige, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch zum Abschluss bringen, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Dieser Satz gilt besonders für den Glauben in schwierigen Zeiten. Glaube in schwierigen Zeiten. Wer darf dich eigentlich prägen?
Ich war so Mitte 30, als mich meine Freunde zu einem Vortrag eingeladen haben. Ein bekannter Redner sprach. Meine Freunde hatten freien Eintritt und sie konnten mich mitnehmen. Es ging um den richtigen Umgang mit der Zeit. Und der Redner war nicht zimperlich. Unter anderem rief er die Leute dazu auf, sich zu Hause Zeit zu nehmen und die Rede zur eigenen Beerdigung zu schreiben. Am besten aus der Sicht der Ehefrau oder von Sohn und Tochter. Man hatte richtig gesehen, wie erschrocken die Zuhörer waren. Vor ihren Augen lief ein Film ab. War das, was sie in ihrem Beruf täglich mit vielen Stunden erstrebten und erarbeiteten, am Ende überhaupt noch irgendwie wichtig? Ich will euch keine so harte Frage stellen. Aber ich würde euch empfehlen, immer mal wieder darüber nachzudenken, was ihr für Menschen werden und sein wollt. Klar, schön wollt ihr sein, klug, reich und bedeutend. Aber das meine ich nicht. Ich meine, was für Menschen wollt ihr für eure Freunde sein, für euren Ehepartner, für eure Kinder und für die Menschen, die eure Hilfe brauchen könnten? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass ihr selbst für euch sorgen müsst, wie ihr euch als innerer Mensch entwickelt? Was formt euch, dass ihr schwierige Zeiten besteht? Besser noch, wer darf euch formen? Für die schönen und die schweren Zeiten. Corona ist eine Charakterfrage, sagte ein Politiker vor ein paar Wochen. Der Charakter, das ist die Prägung einer Form. Wen also lässt du deinen Charakter prägen? Am besten nicht die Krise selbst, oder? Glaube in schwierigen Zeiten. Ihr werdet eine Entscheidung treffen müssen. Ich vertraue auf Gott und gebe ihm ganz bewusst das Recht, mich zu formen, mich zu verändern, mir zu zeigen, was er von mir will. Es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Schritt mehr mache, ohne Klarheit von Gott zu haben, wie manche sagen. Aber ich vertraue ihm und ich sage ihm das auch. Mein Leben ist in seinen Händen am besten aufgehoben. Zugegeben, ich mag immer noch keine schwierigen Zeiten. Aber mein Vertrauen wächst. Gott geht mit mir, auch wenn es schwer für mich wird. Und er bringt mich aus schlimmen Situationen heraus. Und er wird das, was er angefangen hat, in mir vollenden. Das Böse, das ich erfahre, greift nach mir. Aber es soll mich nicht böse machen. Und die Schwierigkeiten sollen mich nicht schwierig machen. Ich erlebe, dass ich aus Erfahrungen, die mir Mühe machen, sogar stärker und besser herauskommen kann. Es ist ein Wagnis, das eigene Leben Gott anzuvertrauen. Das stimmt. Aber es ist eine Katastrophe, hilflos im Strudel schwieriger Zeiten unterzugehen. Glaube in schwierigen Zeiten. Gott hat mir eine Frau geschenkt und auch Freunde, auf die ich in schweren Zeiten vertrauen kann, denen ich meine Sorgen sagen kann, die mir den Rücken stärken und die hinter mir stehen, die mit mir und für mich beten. So etwas wünsche ich auch euch, dass ihr im Glauben zu einer Gemeinschaft werdet, die sich gegenseitig trägt, in der einer dem anderen dient, in der ihr Menschen untereinander findet, mit denen ihr offen reden könnt und füreinander beten. Ich erlebe euch, unsere Jugend, als ein großes Glück und Geschenk. Gott schenkt unter euch das, worum wir ihn bitten. Menschen, in denen der Geist Gottes das gute Werk begonnen hat. Gebt ihm euer Leben jeden Tag und immer wieder neu, damit er an euch wirken darf, in guten und in schwierigen Zeiten. Hört auf sein Wort und lebt euren Glauben. Hier in der Gemeinde, wir brauchen euch. Und wo auch immer er euch hinführt, dort braucht er euch auch. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Jugendlichen, die zu dir kommen und sich vor dir versammeln. Ich danke dir, dass du in vielen von ihnen das gute Werk angefangen hast. Ich danke dir auch für die,
die noch nicht so richtig wissen, ob und wie sie mit dir reden und leben können. Begegne ihnen in deiner Gnade und in deiner Freundlichkeit, dass sie dich alle immer besser kennen und verstehen. Lass sie lernen, dir immer mehr zu vertrauen. Du liebst jede und jeden von ihnen. Lass sie das spüren und Stück für Stück erfahren, dass du dein Werk an ihnen und durch sie vollbringen willst. Wir preisen dich, unserem Gott. Amen. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König. Will ich immer.